Hi. Hey. Welche Edo bist du? Eisen. Okay. Darf ich fragen, welches Eisen? Drei. Spielst du das Neu-League? Ja, also ich spiele schon eine Weile. Also ich, aber noch nicht so 5 Jahre oder so, vielleicht irgendwie 2,5 oder so. Spielst du 2,5 Jahre aktiv? Nein. Also manchmal mehr, manchmal weniger. Immer so phasenweise. Okay, dann wann... Seit wann zockst du jetzt wieder aktiv? Februar, März, würde ich sagen. Okay, ich sag mal seit 4 Monaten. Okay, welche Rolle spielst du? ADC. Deine besten ADCs bist du 3 Stück. Genau, also da, ich spiel halt, hab jetzt mit Caitlyn quasi angefangen. Diese 3 Monate, die ich eben gesagt habe. Mhm. Ich habe auch viel Jinx gespielt. Ja, würde aber nicht sagen, dass ich auf beiden jetzt besonders gut bin. Also. Wo denkst du denn, wo du deine größten Probleme hast? Oder womit strugglest du am meisten? Beim Fighten. Also Fighten auf der Lane, aber auch Teamfight später im Mid- oder Late-Game. Tue ich mich irgendwie schwer damit, mit dem richtigen Positioning und auch die Fights auf der zu erkennen. Also ich versuche zwar immer auf die Karte zu schauen, aber naja, manchmal klappt es mehr oder weniger. Oder weiß nicht, wann gehe ich dazu, wann halte ich mich lieber raus, weil meine Teammates einfach nur inten. Hast du Angst davor zu fighten? Also wahrscheinlich ein bisschen, würde ich sagen. Also ich habe halt Angst, also ich mag es nicht zu sterben. Also vielleicht, ich denke mal, ich spiele auch noch immer zu defensiv. Aber ich versuche daran zu arbeiten. Das hatten wir letztes Mal auch schon. Warst du jetzt schon mal bei mir? Ja, genau. Für 1 Stunde aber nur. Ah, und okay. Da hattest du gesagt, dass ich mir die Kombos von Caitlyn mal anschauen soll. Das habe ich gemacht. Oh, true, ja. Und, hast du es mittlerweile drauf? Das werden wir gleich sehen. Also wie gesagt, ich habe es jetzt mal nur so in dem Trainings... Stimmt, ja. Warte mal, du warst vor 2 Wochen oder so bei mir, ne? Ja, genau. Doch. Okay, okay. Dann, wichtig für dich, ich werde dir im Laufe des Games einige Fragen stellen. Wenn du die Antworten auf diese Fragen weißt, antwortest du mir drauf. Wenn du es nicht weißt, sag lieber einfach direkt Silvi, keine Ahnung. Ja? Mhm. Und ganz wichtig, nur weil ich dich etwas frage, heißt es nicht unbedingt, dass du etwas falsch gemacht hast, okay? Erzähl mal so was zu deiner Lane. Was denkst du, was siehst du, was fühlst du? Ich spiele gegen Karthus, Pyke. Da würde ich jetzt eher Dorans tatsächlich mitnehmen. Mhm. Das ist, also Karthus habe ich noch nie auf der Botlane gesehen, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ist ja eigentlich ein Jungler, dachte ich. Ja. Pyke muss ich aufpassen, dass der mich nicht hookt. Mhm. Wir sind an sich eine Poke-Lane mit Brand und mir auf jeden Fall. Ja. Genau, also das kann ich zur Lane sagen. Also, fühlst du dich eher wohl oder eher weniger? Durch den Pyke tatsächlich eher weniger. Da, also ich muss versuchen, hinter den Minions zu stehen, damit er mich nicht hooken kann. Heißt, ich muss auf jeden Fall darauf achten, wo ich auf der Lane stehe. Und ja, wenn er mich hookt, bin ich wahrscheinlich tot. Findest du in einem DR2-Einspieler grundsätzlich Potenzial, High Elo zu erreichen, oder ist das Potenzial da genau dasselbe wie bei einem Goldspieler? Ich verstehe die Frage nicht. Was definierst du als High Elo? Meinst du meine Definition von High Elo mit 500 LP? Dann nein. Das kann nicht jeder schaffen. Oh, lol. Er wollte igniten. Oh mein Gott. Oh. Nice. Wolf ist nicht ganz da drunter. Bleibt was langsam reagiert, aber sonst völlig fein. Die Actie soweit jetzt nicht bad. Hat sich Gedanken vorher über ihre scheiß Lane gemacht? Hat der Pyke gerade die Kuh gedodged von ihr? Oh lol, kann sie killen. Der hätte sie einfach Auto-Q machen sollen. Bist du soweit zufrieden mit dem, was hier abgeht? Und auch mit dem, was du machst? Ich hätte die Wave irgendwie besser, ich wollte ja Base gehen da hinten. Ich hätte die direkt rauspushen sollen, dann wäre der Brand vielleicht nicht gestorben. Mhm. Also das war so ein bisschen dann mein Fehler. Ich hätte da direkt weiter pushen sollen. Voll süß, Digga. Sie flappt nicht mal den Brand. Oh. Einfach most sane League of Legends Player, Mann. Kill him! Oh. Mit der Evelyn. War das ein Grund, dass du Karthus nicht gekillt hast? Ja, das war, also ich hätte noch weiter vorgehen sollen, aber ich hatte irgendwie Angst vor der Evelyn, dass die dann eben nochmal in mich reinspringt, weil die waren ja zu dritt und ich war alleine. Haben die denn ihre Cooldown schon rausgehauen?
Also sowas habe ich nicht mitbekommen tatsächlich. Okay. Also sowas ist. Lol, der Brand einfach. Also grundsätzlich ist es oh, so. Oh ja, okay. Dass wir Kerle ein bisschen mehr, mehr competitive sind als Frauen. Und competitive zu sein führt nicht immer, aber führt meistens dazu, dass andere Leute toxic sind. Also ich kann da viel mehr Damage gegen machen. Eine Abgeranzte kostet was? So, vergleichst du mich jetzt gerade mit irgendeiner abgeranzten Nutte? Ah. Ich hätte noch Flash gehabt. Autsch. Ja, E hatten wir auch noch die ganze Zeit ready. Oh, okay. Meine Frage, wenn die auf deinen Brand drauf gehen, musst du dann als erste Person weglaufen? Nee, ich muss eigentlich dann attacken. Oh, lol. Ist die App, die oh, da oben rechts no. ist? Ist die Blitze. Da wollen wir auch mal wenig nehmen. Die ist einfach so gefeedet, ne? Aber sie macht halt legit gar nichts damit. Bringt das was, Base zu gehen, eigentlich? Also Pike hat sich schon mal drum gekümmert, dass du schnell in die Base kommst. Ja, okay. Also, bringt es dir was, mit 10% Leben auf der Lane zu stayen? Ich sagte süß. Nein, nein, Miyuri. Ich weiß genau, was damit gemeint ist. Digga, der Brand hat richtig Lust, ne? Hat der Brand Corona? Oder warum stehst du so weit hinter ihm? Darauf hat sie keine Antwort. Sie hätte auch einfach Ulti poppen können. Solltest du mal ein bisschen mehr versuchen? Also du bist ja mit Caitlyn ja ein High-Range-Champion. Wenn der Brand so weit vorne steht und er das Ziel der Gegner ist, kannst du gerne versuchen, ein bisschen offensiver zu spielen. Ich sag nicht, geh rein und mach Uga-Buga, bis du tot bist. Sondern einfach, weißt du, ein bisschen mehr Backup geben. Lass mich dir mal jetzt ein klein wenig helfen. Fürs Midgame gibt es einen ganz leichten Trick, den du als ADC machen kannst. Du pushst die Lane ganz leicht raus und rotierst dann zu deinem Team hin. Okay, die Sache ist, ich werde dir dabei helfen. Wir können nicht zu weit rauspushen, weil dich eigentlich gerade jeder umbringt. Deswegen, du wirst diese Wave annehmen. Okay. Oh, oder okay. Brand nimmt sie an. Er wollte dir beim Last, glaube ich, bestimmt nur helfen. So, weiter. Eine Wave geht noch. Denn wir sehen, dass Evelyn oben ist. Pike war eben auch noch oben. Das heißt, wir sind hier erstmal, sollten hier erstmal recht safe sein. Jetzt wollen die zum Drake gehen. Mach erstmal die Wave. Push die einfach okay. raus, auch mit deiner Q gerne. Der Brand macht da oben Hackmack, den kannst du helfen. Ah, shit, nicht getroffen. Hat sie Fallen nebenbei hinstellen. Dein Gale Force hast du auch noch, dein Flash hast du auch noch. Oh, stirbt er noch? Minions? Nice. Immerhin haben wir ihn noch bekommen. Es lieben alle Gegner, ne? Wir sollten hier ein bisschen aufpassen. Das Blutschinkel wird nicht Pike oder Evelyn sehen, die auch dein großes Problem sind. Okay. Ja, gut, so ist jetzt weiß ich zum Beispiel nicht, wie ich da hinlaufen soll. Also, es ist so. Hast du die Situation gesehen und weißt, wer wie viel Leben hat? Ich weiß, dass meine ganzen Teammates tot sind. Das wusstest du aber erst im Nachhinein. Ja. Nee, das hatte ich nicht gesehen. Nee. Schon mal drüber nachgedacht, die Kamera etwas mehr zu bewegen? Bist du gerade mit gelockter Kamera die ganze Zeit? Ja, genau. Also ich hab's, ja, ich wollte es ausprobieren, aber es war meistens immer eine Katastrophe? Katastrophe, ja, genau. Mhm. Aber dann ist ja schwierig, dann deine Caitlyn-Ulti zu benutzen. Mhm. Ja, das stimmt. Ich dachte mir so für heute oder generell jetzt vor dem Coaching wollte ich das jetzt nicht irgendwie noch neu austesten, weil es dann so viel ist auf das. Das ist klar, das wird natürlich ein bisschen dauern. Aber solltest du auf jeden Fall mal machen. Okay. Meinst du nicht toll, dass dann die Kombos ein bisschen geübt, die wir mal durchgegangen sind? Ja, also ich habe versucht immer mit EQ da was zu machen. Echt? Okay, ist dir nicht aufgefallen. Okay, das dann wahrscheinlich. Also vielleicht mal oder so, aber es gibt noch ein paar mehr Kombos. Also es gibt generell einige Sachen, die wir durchgehen müssen. Wir gehen erstmal den mechanischen Scheiß mit deinen Champions durch. Und wenn du mal den Unterschied siehst, das hier ist Caitlyn EQ. Du siehst halt, dass der Scheiß schon direkt kommt, während ich noch in der Luft bin. Als du das gemacht hast, sah das so aus. Okay.
Okay, also zu langsam. Du kannst direkt einfach EQ hintereinander drücken und dann geht's direkt in eine Warteschlange rein. Das ist schon mal mega, mega wichtig. Du kannst nicht in einen Fight reingehen und den dann immer mit deiner Q starten, so wie hier. Weißt du, warum nicht? Nee, also warum nicht? So, die Sache ist zwar, cool, deine Q macht Schaden. Aber Caitlyn macht ja auch generell oder grundsätzlich auch sehr, sehr, sehr viel Damage, ebenfalls auch über deine Auto-Tags. Denn du brauchst deine Auto-Tags, um deine Headshots zu stacken. Gerade auch, je länger du ins Spiel reinkommst, greifen wir ja viel, viel schneller an, right? Ja, du stört es ja. So, und natürlich, gerade wenn du crittest, kommt halt sehr, sehr, sehr viel Damage dabei rum. Wir sehen hier zum Beispiel, das sind jetzt einfach 725 Damage, wenn du das erste Ziel hittest. Der hier war jetzt kein Crit, war jetzt natürlich ein bisschen weniger Damage. Jetzt haben wir hier nochmal einen Crit gehabt und gerade diese Headshot-Crits, Moment, gucken, ob wir den hinbekommen. Für halt 900 Schaden. Du hast nämlich die Problematik, deine Kuh hat ja eine Cast-Zeit und das Ding muss fliegen. In der Zeit kriegst du aber zwei Auto-Tags rein. Ja, okay. So, das heißt also, gerade auch, je länger du ins Spiel reingehst, darfst du nicht vergessen, jeder Auto-Tag ist wie ein Spell. Deine Auto-Tags haben einen gewissen Cooldown, richtig? Richtig. Denn der Cooldown wird durch die Tags beeinflusst. Das heißt, wenn du schon Kuh machen willst, Auto-Tag Kuh. Dann ist es weniger schlimm. Ja, weil mein Auto-Tag so lange auf Cooldown ist, bis die Kuh raus ist. Genau, genau. Hm. Dann gibt es auch noch diese Long-Combo. Die habe ich dir, glaube ich, letztes Mal nicht gezeigt. Weißt du, dass du EW gleichzeitig machen kannst? Gleichzeitig nicht, nee. Du kannst also, ich habe das mit EW hintereinander, aber nicht... Du kannst im Jump die Falle werfen. Siehst du dir? Die auflädt? Ja, okay. Denn gerade auch, wenn aber, du... Ja? Also, da muss ich ja auch wissen, wie nah ich ran... Also, dass ich noch in der Reichweite von den Fallen bin, weil die haben doch eine geringere Reichweite als jetzt mein Q oder meine Audio-Tags, oder? Nö. Ja, wenn du wehen kannst, kannst du auch immer wehen eigentlich. Weil dann, das wird erst ein bisschen Übung brauchen, kannst du auch für größere Kombos reingehen. Ja? Zum Beispiel, was du machen kannst, ist, du machst einen Ortec, EW, Ortec, Q. Oh, warte mal, ich habe zu viel Attack-Speed. Das sieht dann ungefähr so aus. Das ist so diese Caitlyn-One-Shot-Kombo. Du kannst natürlich, ich werde sie gleich nochmal erklären. Du kannst dabei auch Folgendes machen, ne? Du machst halt Ortec, EW, Q, den längeren Ortec-Stück nach hinten gehen und dann ulten. Aber, pass auf, es ist folgendes. Es ist ein Ortec, musst du nicht immer machen, kannst du machen. E plus W. Ist gerade besonders cool, wenn der Gegner auch im CC ist. Ne, weil dann kannst du ihn ja garantiert treffen. Also sowas, wenn ich mit Lux oder Morgana zusammenspiele. Als Beispiel. Du kannst aber auch ein bisschen predicten, wo EW, Ortec, Q, Ortec und dann Ulti. So das in den Gegner also reinlegen. Ortec. Sondern du willst die EW in seinen Rückweg reinlegen. Ortec. Oder dann, wo er hingehen möchte. Q. Und dann Ortec. Und dann am Ende mit Ulti. Und dann schnell ist es dann ungefähr so. So sieht die Kombo schnell aus. Und je mehr Attack-Speed du dann natürlich hast, desto mehr geht dann da auch. Ne? Das kannst du zum Beispiel auch mit deinem Dingens kombinieren. Mit deinem Gale Force ziemlich cool. Damit kannst du eigentlich jeden Squishy one-shotten. Du willst erstmal selbst in der Practice Tool reingehen. Und dann versuchen wir mal diese Scheiße ein bisschen selbst anzuwenden, okay? Ja, das war, glaube ich, ganz gut. Das sieht erstmal ein bisschen nach viel aus. Wenn du da einmal den Flow ein bisschen drauf hast, ist es tatsächlich easy. Jetzt machst du erstmal EQ. Okay. Ganz schön hintereinander, EQ. Das ist doch richtig. Nochmal, EQ. Und nochmal. Okay. Jetzt machst du EW. Ah, geht noch ein bisschen schneller? Noch schneller, okay. Ja. Das war gut. Ah, doch, das war fein. Nochmal? Okay. Oh, jetzt weiß ich, warum es langsam ist. Okay. Kennst du Smartcast? Siehst du diesen Replace Quickcast with Quickcast Indicator? Ja. Und mach den mal weg. Ja, okay. Jetzt drück mal auf E drauf. Jetzt pass auf. Drück mal den E-Knopf nur rein. Nicht loslassen. Jetzt ist der Spell gekommen, oder? Ja, jetzt ist er gekommen. Drück mal auf Escape. Mach den Haken mal wieder rein. Drück mal in den E-Cast nur rein. Genau, und dann zeigt er mir das hier an. Ja. Du kannst, wenn du möchtest, ohne diese Range spielen. Dann geht die, gerade bei Kombos ist das sehr viel smoother. Denn du musst jedes Mal die Taste loslassen, damit der Spell kommt. Kannst du machen, okay. Musst du nicht. Ich wollte dir nur sagen, dass es diese Option gibt. Und dann ist es tendenziell schneller. Ja. Also. Ja.
Okay, dann versuchen wir es mal. Okay, jetzt machst du EW Auto Attack. Okay. Wir wollen nicht zwei Auto Attacks haben, nur einen. Ja, den einen macht er immer automatisch. Das ist wahrscheinlich auch was an den Einstellungen, oder? Das kann sein, das kann sein. So, pass auf. Okay. Jetzt machst du EW Auto Attack Q. Okay. Nein, du hast die erste Auto Attack nicht gemacht. Ja, ich habe direkt Q gedrückt. Okay. Alles gut. EW Auto Attack Q. Oh, du missklickst gerade, sehe ich gerade. Nutzt deine volle Range nicht aus. EW Auto Attack Q. Hat aber die Q nicht rausgemacht. Der macht dann immer den Auto-Attack automatisch. Da musst du ein bisschen schneller sein. Okay. Und noch die mal. W war hinter ihm, nicht vor ihm. Okay, nochmal. Bisschen näher, ne? Alles gut, alles gut. EW. Oder ist das jetzt? EW Auto Attack Q. Nice. Nochmal. Okay, jetzt dasselbe mit der Ulti am Ende. Okay. Nein, du hast verkackt. Du hast die Kuh vergessen. Okay. Oh, okay. Das ist völlig normal. Okay. Sehr schön. So, jetzt nochmal. Die volle Kombo. Du startest sie aber mit einem Auto-Attack. Auto-Attack EW und danach hat die restliche Kombo. Du hast die Falle nicht gelegt. Oh, okay. Ich habe W gedrückt, aber. Mach mal folgendes: Lauf mal vor die Puppe. Halte deine Maus auf der Puppe drauf. Ja. Hast, okay. Hand weg von der Maus. EW. Drück ganz schnell EW. Die buffert das. Du musst nicht weiter drücken. Sie wird E machen und danach direkt wählen. Okay, Maus auf die Puppe. EW. EW. Liegt die automatisch hin. Oh! Das war richtig. Das war auch gut vom Tempo. Nochmal. Nice. Muss man das legit canceln? Aha, ist ja mal Megamüll. Das musst du selbst canceln. Okay, ich habe das Problem gefunden. Wusste ich gar nicht tatsächlich. Nein. Man muss wie eine Art ein Riven-Cancel machen. Okay, pass auf. Jetzt weiß ich, woran es liegt. Das kannst du machen, das musst du aber nicht machen. Das Problem ist, jeder Auto-Attack im Spiel hat drei Animationen. So, Caitlyn richtet ihr Gewehr, dann schießt sie und danach zieht sie ihr Gewehr zurück, richtig? Ja, richtig. Das hier ist der Charge. Hier wird der Angriff aufgeladen. Das hier ist der Damage Frame. Hier kommt der Schaden auf den Gegner drauf. Und das hier ist die Recovery. So gesehen die Nachladezeit. Richten, schießen, nachladen. Richten, schießen, nachladen. Und das dreht sich dann quasi die ganze Zeit. Das Ding ist, die Nachladezeit ist dir scheißegal. Für die musst du nicht stehen bleiben oder sowas. Sondern du kannst dann in einen anderen Befehl übergehen. Zum Beispiel in einer Bewegung. Siehst du hier, ne? Du siehst ja nicht, wie ich nachlade. Und du siehst, ich schieße und danach gehe ich in den nächsten Command rein. Right? So. Das heißt, was man hierbei immer machen kann, ist, du hörst jetzt meinen Sound nicht. Du machst Rechtsklick auf deine Puppe. Jetzt hast du eine Einstellung, die heißt Sound FX Volume. Dreh die mal auf 100. Jetzt hörst du das viel lauter, oder? Ja. Der Sound ist sehr wichtig. Sound ist sehr wichtig generell für dein Gehirn. So, das, was du hörst, nimmst du schneller wahr als das, was du siehst. Du hörst doch immer so ein Geräusch, ne? Bumm, bumm, bumm. Vielleicht ist mein Bumm jetzt ein bisschen delayed als deine Übertragung, ja? Aber immer wenn Caitlyn ortet, kannst du dir einen Bumm vorstellen. Mach mal diese Bumm-Geräusche mal in deinem Kopf nach. Mit dem Ortik. Bumm, bumm. Das ist dein Tempo. Das ist dein Cooldown. Immer wenn ein Bumm kommt, kannst du dich einmal kurz bewegen bis zum nächsten Bumm. Okay? Versuch es mal. Angriffen, bewegen. Du bist etwas verzögert. Das ist ein guter erster Weg. Aber achte aufs Bumm. Bumm heißt immer angreifen. Bumm. 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 Bumm.
Bumm. Bumm. Okay, sehr schön. Jetzt machst du Folgendes. Halte drauf. Jetzt gibt es etwas, das nenne ich ein Bum-Bum. Ja? Ein Bumm, also ein einzelnes Bumm ist nur, wenn du angreifst. Ein Bum-Bum ist, wenn du einen Angriff mit einem Spell kombinierst. Das heißt, du machst jetzt Folgendes. Es kommt immer ein Bumm und dann ein Bum-Bum. Das bedeutet, wenn du mal kurz bei mir eben einmal reinschaust. Ja, wenn du drin bist. Ja, ich sehe es. So. Bumm. Bum-Bum. Bumm. Okay, wobei mit Kenntnis ist es ein bisschen schwierig, weil wir Doppelhits dann haben auf unserer Passiven. Also quasi, Bumm ist ein Angriff, Bumm Bumm ist Ortex-Spell. Bumm, Bumm Bumm, Bumm, Bumm Bumm, Bumm. Nur rechtsklicken, öle den Sound an. Das tue ich in richtigen Spielen auch immer. Jetzt kennst du deine Attack-Speed. So, und jetzt Ortex, Ortex-Spell. Sehr schön. Und dann wieder Ortec, Ortec Spell. Das war zu langsam. Okay. Es ist immer dieselbe Reihenfolge. Ortec, Ortec Spell. Ortec, Ortec Spell. Ortec, Ortec Spell. Jetzt habe ich, glaube ich, dazwischen Autotex vergessen. Alles okay. Man, da, wenn du es einmal drauf hast, dann wendest du auf jedem Champion an. Der war gut. Der war gut. Geht doch fit. Nochmal. Okay, der war jetzt etwas sehr langsam, aber ist okay. 2 von 3, nehme ich doch an. Es ist ja auch sehr wichtig, denn, ne, wenn du das einfach mal ansiehst. Du siehst ja auch, ich cancel ja auch ganz schnell meine Animation. Ich gehe direkt von einem Spell in den nächsten über. Ja, stimmt. Da siehst du einige Sachen teilweise gar nicht mehr fliegen. Deswegen ist dieses Tempo auch so wichtig, denn wenn wir das dann langsam machen, sieht das schon mega unsmooth aus. Und wenn ich das dann nochmal langsamer mache, ist halt Müll. Der Damage kommt in einem so kurzen Zeitraum, dass es schon Burst Damage wird. Aber sehr krasser sogar. Wir bauen uns jetzt mal einen ADC zusammen, okay? So, ich habe circa 2, ich nehme einfach jetzt mich als Referenz. Mit knapp 100 Armor. Und 2000 Leben. Na, warte, 2100 sogar. So. Wenn wir jetzt schon in eine, sag ich mal, etwas größere Combo übergehen. Der ist tot. Als Beispiel. Jetzt aber die Sache, solche größeren Kombos machst du ja nicht unbedingt gegen Squishies, oder? Sondern gegen etwas tankigere Ziele. Pass auf. Hier nehmen wir mal 3000 Leben und ich sag mal, ups. Ich sag mal 150 Armor. Der ist tot. Kannst du auch one-shotten. Also, solche größeren Kombos sind halt da ziemlich geil. Wenn ich aber einfach nur rechtsklicke. Ja, da wird, glaube ich, nicht so lange warten, oder? Nicht auf jeden Fall auf der gleichen Stelle. Nee. Nee, ich meine, wie lange dauert es, bis ich den tot habe? Ich greife mal 14:35 an. Das hier waren circa 5 Sekunden. Ja. So, dabei kann er sich aber auch noch frei bewegen. Hier bist du noch generell auf einer viel höheren Range. TC'st ihn noch gleichzeitig mit, slowst ihn auch noch. Deswegen ist es halt generell sehr wichtig für uns. Ne? Auch für deine Mobility in den Fights. Ja, auch je mehr Attack Speed du hast. Dass du halt dabei auch nicht irgendwie stehen bleiben musst. Ne? Denn wenn du wegläufst, läufst du halt nur weg. Du kannst aber auch, ja, zum Beispiel wenn die auf dein Brand drauf gehen, einfach nach hinten kiten. Du bist ja nicht im Fokus. Und worst case, kannst du immer noch mit EQ rausgehen. Tut dir bitte selbst eingefallen, hast du diese Runen selbst gemacht oder sind die kopiert? Die hast du dir von der App machen lassen, oder? Ja, genau. Okay. Ist doof. Ist doof wie doof, doof. Sehr doof mit extra Doof-Soße. okay. Folgende Problematik. Nimm bitte immer Presence of Mind mit. Immer. Warum? Diese Rune gibt dir Mana, wenn du Damage am Gegner machst. Und mit Caitlyn willst du in der Regel in der Lane sehr offensiv spielen und auch die ganze Zeit Qs auf den Gegner werfen. Deswegen ist die hier sehr geil.
Wir sind ja auch eine offensive Lane mit dem Brand, oder? Mit dem Brand, ja, genau. Mhm. Also, kannst also nur bei offensiven Lanes diese Rune mitnehmen oder immer mitnehmen? Grundsätzlich willst du spielst Caitlyn immer, um die Lane zu gewinnen. Du sagst, du gibst dich als Caitlyn nicht damit zufrieden, even rauszugehen. Also meistens zumindest. Nimm immer, fast jede ADC in den Prince of Mine. Die Rune ist zu gut. Das Ding ist, Overheal kann in einigen Lanes zu gut sein, aber weil du ja noch am Anfang deiner Reise bist, lass einfach eine Runenseite mitnehmen, die niemals falsch ist. Ja? Kannst du immer das hier geben. Was hat man dir hier mitgegeben? Ja. Damit machst du nie einen Fehler. Wir stellen uns jetzt erstmal folgende Frage. Wir machen jetzt erstmal die Matchup-Analyse. Das ist ein ganz leichtes Hilfsmittel. Welcher Spell oder Mechanic macht den Gegner stark? Was ja, muss... PyQ. Genau. PyQ. Warum PyQ? Weil er mich hookt oder meinen Support und ich dann in ihm drinstehe und auch näher an seinem ADC stehe, der mich dann angreift und ja. Hm. Genau das. Solange Pyke keine Q hat, ist er nichts mehr als eine Art Kenne-Minion. Welcher Spell oder Mechanic macht uns stark? Ja gut, der Brand pokt ja durch seine Q und seine E, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das seine E ist. Wie gesagt, da kenne ich den Champion zu schlecht. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem. Ich kenne die Champions einfach zu schlecht und weiß nicht, welche Fähigkeiten die zum Teil haben. Also es war ja bei Karthus auch so. Aber an sich, meine Falle ist natürlich gut, wenn die Gegner dann reinlaufen, sich nicht bewegen können. Wird der Gegner einfach in deine Falle reinlaufen? Nee, der Brand stunt die doch zuerst und dann kannst du die Falle auf jeden Fall drunter legen, oder? Okay, ja, kann sein. Also wie gesagt, ich kenne Brand. Okay. Brand kann den Gegner anzünden. Also alle seine Fähigkeiten zünden den Gegner an. Mhm. Und die nächste Fähigkeit wird dann irgendwie verstärkt. Die Q kann den Gegner stunnen. Ja, das heißt, er zündet ihn mit der W zum Beispiel an und macht dann Q, dann ist der Gegner gestunnt. Auf jeden Fall will er mit seiner Q grundsätzlich stunnen. Wenn der Gegner gestunnt ist, kannst du dann deine Falle drunter legen und ihn dann full combo. Okay, also Brands Q ist dann der Spell. Ja, der meistens hat der Supporter immer den wichtigsten Spell. Meistens, nicht immer. Wo willst du denn auf der Lane fighten? Wenn wir mal diese Lane hier in drei Bereiche einteilen. 1, 2 und 3. Wo wollen wir gegen ihn fighten und warum? Also normalerweise hätte ich gedacht, weil wir eine Poke-Lane sind in der 2, wir wollen auf jeden Fall nicht in der 1 fighten, hätte ich gesagt, weil wenn der Pyke dann seinen Hook trifft, stehen wir unterm Tower. Also wo? Also ich würde sagen in der 2 oder in der 3. Oder beidem halt. Ja, du kannst dich nur für eine Zone entscheiden. Ah, das ist schade. Okay. Das tut mir leid. Ich sag jetzt einfach die 2. Dann kannst du mir sagen, ob es falsch oder richtig ist. Okay. Wenn er dich unterm Turm hookt, bist du immer noch nah an deinem Turm dran? Ja. Kannst ja mit deiner E relativ schnell wieder unter den Turm gehen, oder? Ja, stimmt, ja. Wenn er dich in der Mitte der Lane hookt, bist du da noch safe? Nee, dann stehe ich näher an der 1 dran. Hm. Und auch unter Umständen näher, dass mich ein Jungler noch ganken kann aus dem River zum Beispiel. Habe ich dir letztes Mal schon mal erklärt, wie eine Poke Lane funktioniert? Ich glaube nicht, also wir hatten nicht viel Zeit, deswegen... Okay, streck deinen linken Arm aus. Genau. Okay. Nimm deine rechte Hand, heb sie hoch, wie eine gute Nudel, und dann haust du jetzt mit dem rechten Arm, nee, mit der rechten Hand auf den linken Arm. Okay. Hat das wehgetan? ich habe jetzt nicht so fest zugehauen, okay. Von daher. Wenn du die jetzt 100 Mal nicht fest auf dieselbe Stelle haust, tut's dann irgendwann weh? Ich schätze mal schon, ja. Das tut weh. Und so funktioniert eine Poke Lane. Ihr pokt die doch erstmal runter. Es macht nicht viel Schaden, aber ein bisschen, oder? Ja. Und dann irgendwann sind ihr so low, dass ihr die wegburstet, right? Ja, okay. Mhm. So, das heißt, ihr braucht ja Zeit, um den Gegner runter zu poken. Währenddessen der Pyke euch einmal mit dem Hook trifft und ihr seid tot. Das ist richtig. So, das heißt, die sind eine All-In-Lane, ihr seid eine Poke-Lane. Das heißt, die ficken euch. Wir wollen also dann grundsätzlich unter unserem Turm sein. Denn wenn die uns hier diese lange Lane runterchasen können, sind wir am Arsch, oder? Wenn du es sagst, dann ist es wohl so. Ich kann ja schlecht widersprechen. Nein, vielleicht siehst du es ja anders. Deswegen. Mhm. Also du sollst ja nicht etwas glauben, nur weil ich es sage, sondern weil du es auch selbst so siehst, weil du es auch selbst verstehst. Ja, ne? Ich verstehe, dass dann quasi wir lieber safe unterm Turm stehen wollen oder in dem Bereich am Turm. Mhm. Denn der Pyke kann hier nicht spielen. Das ist das Hauptding. Mhm. Du kannst ja immer nach vorne spielen und die poken, weil du halt eine höhere Range hast. Zu dem, was nochmal mit dazukommt. Ist gerade, wenn du hier in diesem Bereich bist. Warte mal, das ist so. Das ist eine Sache, die vielen gar nicht auffällt. Das hier ist ja Zone 1, richtig? Hier ist ja alles ein bisschen enger.
Ja. Hier aber, in Zone 2, ist viel mehr Fläche, oder? Ja. Der Pi kriegt hier viel mehr Angle, also viel mehr Winkel, um euch zu hooken. Aber 2 ist in dem Matchup, okay, nein, würde ich nicht machen. Weil die Problematik ist, wenn hier die Minions sind, und hier sind die Minions, kann der Pi theoretisch hier über die Seite kommen, und dann ist hier nur noch offene Fläche. Und es ist hier enger. Das heißt, man ist ja auch leichter zu hooken. Weil hier halt die Bewegungsfreiraum kleiner ist. Wenn aber wiederum deine Minion Wave hier ist, in so einem Block, hat der Pike hier nicht viel Spielraum. Er kann nicht in den Turm reingehen, oder? Wie soll denn Kate denn jemals den Tower bekommen, indem sie den Gegner dort runterpokt, sodass der Gegner dann so low ist, dass sie dann reinpushen kann? Aber ich kann ja nicht Caitlyn picken und sagen, ich muss immer AFK reinpushen. Caitlyn möchte gerne pushen, das stimmt, Chat, aber wenn sie zu weit drin ist und einmal gehookt wird, kann sie AFK gehen. Okay, das heißt also, wir am Anfang eher defensiver. Das ist nicht unbedingt. Das ist nicht unbedingt. Okay. Das ist nicht also unbedingt. Aber in Zone 1, wir poken, wenn die dann low genug sind, dass wir sie quasi ja, angreifen und töten können, dann tun wir das und dann pushen wir und dann nehmen wir Tower. Also du kannst theoretisch immer irgendwo ein bisschen pushen. Das Hauptding aber ist, du musst erst das hier wegbekommen. Das war ja hier die Pi-Q. Was ist unser Counterplay zur Pi-Q? Gale Force später? Irrelevant. Flash? Nein, okay. Flash hast du nur alle 5 Minuten. Gale Force hast du am Anfang noch nicht. Okay. Du kannst hinter Minion stehen bleiben oder dodgen. Okay. Oder? Ja, okay. Ja. Ja. Mhm. Okay, merken wir uns das kurz. Hier zum Beispiel. Können wir hier vorlaufen? Eigentlich nicht, weil wir den Pike nicht sehen. Doch, wir sehen ihn doch. Achso, da, ja, stimmt. Er kommt gerade aus dem Busch, ja. Und wenn wir jetzt vorlaufen und er uns hookt, stehen wir in der Zone, in der wir nicht sein wollen. Das heißt, wir müssen erstmal chillen. Existiert jetzt der Pike für dich? Also so, wo er steht und wo ich stehe, kann er mich nicht treffen. Solange du mit einem Bein hier hinter dem Minion stehst, ist er nichts mehr als ein Kenne-Minion für dich. Nicht mal, er ist ein Midi-Minion. Er kommt da nicht einfach nicht ran, oder? Du kannst jetzt die Wave contesten. Ja. Okay. Du kannst die Kartos und die Wave contesten. Guck mal, du stehst hinten, machst Mickey Mouse Lane. Okay. So, kannst da gerne eine Kuh reinwerfen, kannst sie ein bisschen anpucken von mir aus. Guck mal, wie sehr du ihn respektierst. Der existiert nicht. Der existiert nicht. Greif ihn doch an. Wie viele Minions braucht man für Level 2? 8 oder nicht? Also, nee. Glaube ich. Nee. Okay, ich weiß, die ersten 6 und dann noch 2 von denen. Du brauchst eine ganze Wave plus 3 Midi-Minions. Auf einer Duo-Lane. Okay. Auf einer Solo-Lane sind es eine Wave plus ein Minion. Oder ein Ward sogar, das geht auch. Okay. Wo könnte hier der Pike drin sein? Im vorderen oder... Ja, im vorderen Busch. Er ist hier im Busch. Vielleicht ist er hier, das weiß ich gerade nicht. Natürlich, wenn ich jetzt reingucke, sehe ich es. Das heißt also, egal wo er steht, solange ich hier bin, kann er mich nicht hooken, oder? Nee, stimmt, ja. Dann go. Ja, ich stehe wieder ganz weit hinten. Guck mal hier, Mickey Mouse Lane. Kartus darf pushen. Alles cool. Pike Piss chillt hier einfach. Na, schau dir das mal an. Oh, stimmt, ist mir auch ganz oft aufgefallen. Du nutzt deine Q sehr oft als richtigen Spell. Aber das Problem ist. Und wenn du jetzt mit der E gehittet hättest, dann würde was passieren? Er ist geslowt, du kriegst einen Hit drauf und dann? Naja, ich würde, weiß gar nicht. Ja, wenn ich ihn treffe und er ist weiter in Rückwärtsbewegung, ja, dann treffe ich ihn ja gar nicht, oder? Wer wäre ja dann aus. Angenommen, du triffst ihn und dann läuft er weg. Dann kriegst du den E drauf, einen Hit und dann bist du außerhalb der Range. Ja. Lohnt sich nicht. Das heißt, die E dann gar nicht machen. Gar nicht. Nee. Die E ist meistens ein Finisher. Du kannst ja auch deine E nach hierhin nutzen, damit du nach hierhin fliegst, um die dann schnell angreifen zu können. So. Wir starten mit die Lane ja schon mal stark, ne? Haben einen Double Kill hier. Ist pretty good. Hier hast du es jetzt auch schon selbst erkannt. Leider etwas zu spät, dass die Wave nicht reinkommt. Cooler Tipp: Schau dir deine Minion Wave an. Dort, wo deine ist, ist auch die gegnerische. Ja, okay. Ja. Also, ich muss dich auch grundsätzlich erstmal loben. Du hast dir sehr viele Gedanken gemacht vor dem Game, also bevor du schon in der Lane drin warst. Fand ich sehr gut. Ich fand auch, du hast auch generell gut mitgedacht während des Games. Hat mich für den Iron sehr überrascht. Und ich lobe hier nicht oft. Also das war schon, das war schon mehr, als ich hier von Gold- oder Platin-Elo-Spielern sehe teilweise. Drück die Scheiße hier noch rein. Ja, das also, ist einfach auch eher machen. Als du es verkackt hast, hättest du einen Fick drauf geben können. Ja, weil dann ist ja der Brand, glaube ich, gestorben.
Ja. An der Stelle. Und jetzt weg. Das letzte Mini interessiert dich nicht. Ja. Gut. Einfach weg, einfach weg, einfach weg, einfach weg, einfach weg. Weil du gehst ja selbst noch vor, zurück, dies, das. Jetzt stayst du, weil er stayt und er stayt wahrscheinlich, weil du noch stayst. Ja. Ja? Ja. Hier zum Beispiel ist ein Ding. Vielleicht kannst du da auch einfach nicht schnell genug reagieren. So, warte. Jetzt, wenn er dich so anjumpt, machst du direkt EQ auf ihn. Ja. Weil du machst hier nur deine Q. Wofür? Stimmt, ja, er ist eh. Ja, es ja. muss auch noch stehen bleiben. Das Coole ist ja, wenn du EQ machst, bleibst du eine halbe Sekunde kürzer stehen. So, noch dann kommt er vorbei. Hier zum Beispiel. Bist du das Ziel? Nee, im Moment ist es Nocturne. Nee, dann machst du viel Damage, wie geht. Dann machst du viel Damage, wie geht. Und du kannst immer mit einem E-Ortec finishen. Hier zum Beispiel, der ist tot. Ja, ja. Der ist tot. Die haben ja nichts ready. Vielleicht musst du zwei Ortecs drauf machen oder du machst einfach E-Ortec, der ist tot. Mit E-Ortec ist auf jeden Fall tot. Aber solange du nicht das Ziel bist, darfst du keine Angst haben. Ich sag immer, als Beispiel, wir sagen mal, dein Brand hier, die greifen den an und er ist innerhalb von 3 Sekunden tot. Dann machst du 2 Sekunden lang Damage und läufst dann weg. Okay. Ja. Denn selbst wenn du dem Gegner nur 30% Damage machst, weißt du nicht, ob diese 30% noch relevant sein könnten, oder? Nee, weiß ich nicht. Also oft kann ja sein, dass dann mein Jungler noch kommt und den dann... Als Beispiel. Also, als Beispiel. Ja. Du kannst doch nur E machen, wenn du magst. Aber hier hättest du dich nicht treffen lassen müssen. Hier zum Beispiel, hier wäre sie One-Shot gewesen. Du machst E, W, Auto-Tech, Auto-Tech, sie ist tot. Denn, also du kennst jetzt Brand natürlich nicht, ne? E, direkt die W drunter, sie ist tot. Ja, stimmt, das war die Q, ja, okay. Das war sogar die langsame Q, wenn du mal drauf achtest. Aber das ist normale Geschwindigkeit hier. Du machst E, kommst an, bewegst dich eine Sekunde und Q's erst dann. Im Muff ist die Q-Animation ja schon, während du in der Luft bist. Guck mal hier zum Beispiel. Du kannst einfach hier hinlaufen, ihn angreifen. Was soll dir passieren? Er kann dir nur so ballern, aber Brand ist vor dir. Ja. Was machst du? Du läufst. Du machst nicht mal Damage zurück, du läufst. Hier zum Beispiel. Stell dir mal vor, du hättest Pike davor ein bisschen mehr Damage gemacht. Denn jetzt kannst du dich einfach weggehen und ihn dann umbringen. Aber ich will Lane jetzt erstmal gar nicht mal weiter durchgehen. Wir haben ja jetzt schon mal genug gesehen, oder? Ja, okay. Also tendenziell versuchen, so viel Schaden zu machen und wenn ich nicht das Ziel bin und hinter Minion stehen, habe ich jetzt so... Kommt natürlich drauf an, gegen wen du spielst. Ich habe dir eine Formel ja hier mitgegeben. Ja, ja, okay. Ja, ja, um die wollen wir jetzt mal herumspielen, okay? Kenntnisgewandt, was spielst du jetzt? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Jetzt wollte ich das mal versuchen anzuwenden, dann ist gleich alles wieder weg, okay. Hast du eine andere Champions, die du mal gerne spielst? Naja, also wahrscheinlich ist dann auf denen wieder ganz viel anderes an Schwächen. Na, du kannst ja, wir bewegen uns ja im selben Raum mehr oder weniger. Was spielst du denn sonst so? Ja. Antworte einfach auf die Frage. Was spielst du sonst okay. so? Okay. Sie wird Jinx. Dann nimm Jinx, I guess. Jinx ist relativ gut in Ordnung. Du hast ja alles für Kate beigebracht. Leute, ich habe ihr vielleicht nur eine Combo beigebracht. Der Rest mattert doch gar nicht. Der Rest sind doch einfach nur Dingens. Die Formeln gewesen. Wir haben Kate zwar genutzt, um die Formel einzufügen, aber die Formel ist grundsätzlich dieselbe. Ich bin schwer gegen Pike. Perfekt. Genau. Du kannst mit Jinx auch gut mit deinem Rocket Launcher poken. Ja. Bist auch so ein halber Poke-Champion. Ja. So. Die Sona möchte auf jeden Fall auch. Genau. Auch wir sind hier mehr so eine Poke-Lane. Sea-Dog Yasuo. Alter, ist der hässlich. Wichtigster Spell von den Gegnern ist also wieder die Pike Q. Bei uns, Sona macht mir so verschiedene Schilde, glaube ich, ne? Also die. Aber wobei, bei euch ist ein bisschen schwierig. Ihr habt so nichts, wo man wirklich oh shit sagt. Okay, das heißt aber, ich möchte wieder in der Zone 3, also nahe vor unserem Turm. Genau. Hm. So, hinter die Minions, Rocket Launcher und Poken. Und ein Step nach hinten, sehr schön. Guck mal, mit einem Fuß in den Minion, er hat keinen Hook, bock die raus. Die dürfen die Minions nicht anfassen. Ah, oh, schade. So, du hast nichts zum Nachsitten, greif sie an. Greif sie an. Greif sie an, wenn sie vorkommt. Oh. Geh vor,
Der Pike existiert nicht. Einfuß hinter den Minion, Rocket Launcher und angreifen. Der existiert nicht. Okay. Ja, okay. Aber jetzt schon, okay. Oder? Rocket Launcher, go! Keine Mickey Mouse Lane hier. Farm kannst du immer noch. Okay. Okay, er macht den Hook. Warte, bis er weg ist. Und vor. Die Jinx darf, die Kaiser darf nicht farmen. Nicht ohne einen Hit zu kassieren. Es sei denn, du musst selbst lassen. Dann ist was anderes. Rocket Launcher. So, jetzt einmal aufpassen. Er hat seinen Hook wieder ready. Ah, ja. Da ist okay. Er. Kannst auch gerne flashen, wenn du möchtest. Guck mal, du hast ihm gerade sehr viel Luft zum Atmen gegeben. Du hättest ihm locker 3-4 extra Hits geben können. Sein Hook ist raus. Nimm deinen Trank bitte schon mal und poke die. Und poke die. Du kannst später immer noch farmen. Jetzt kannst du farmen. Aufpassen. Achte auf die Sona. Und sie braucht dich. Das ist fein. Push die Wave raus und dann kannst du weggehen. Es wird ein bisschen schwierig sein für dich, dass du dir das angewöhnst. Aber das ist sehr wichtig. Ja. Es gibt keine Farm-Lane. Es gibt hier keine Mickey-Maus-Lane. So, mit einem Fuß hinter dem Minion. Wenn der Pike frech wird. Guck mal, der ist jetzt alleine auf der Lane. Wenn er noch ein Minion for free gleich bekommt, gehe ich raus aus dem Discord. Da muss ein Hit drauf. Sehr schön. Oh, das Minion stand davor. Das ist okay. Wenn er kein Q hat und der Gegner Minion for free bekommt, würde ich komplett for free, ich bin alt F4 direkt raus. Okay. Ne, natürlich, vielleicht musst du manchmal selbst last hitten. Dann ist okay. Aber dann war es ja nicht for free. Wenn du aber nichts zu tun hast, sollen die nichts umsonst bekommen. Oh, der hat keinen Hook. Ah! 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 So, und jetzt? Es gibt keine... Oh, lol. Greif ihn an. Deine Fallen nicht vergessen. Kleiner Tipp. Wenn der Gegner so nah an dir dran ist, kannst du die Minigun einfach nehmen. Ja, dann bin ich schneller, ne? Dann greifst du schneller an. Ja. Aufpassen, offene Fläche. Ja. Oh, da musst du flashen. Heal. Oh, okay. Nimm beide Tränke. Sonst hältst du dich ja eher zurück, oder nicht? Ja, sonst halte ich mich wirklich eher zurück. Aber weil sie so viele Probleme hat, überhaupt das irgendwie Aggression aufzubauen, rede ich ihr da ein bisschen mehr rein. Keine Angst. Du bist hinter Minions, der Pike kann dir nichts tun. Oh, sie hat Bock, die Sona fühlt. Ulti. Oh, ich habe keinen Mana. Nein. Oh, shit. Okay. Hör bitte auf, ständig mit dem Raketenwerfer anzugreifen. Das kostet dich sehr viel Mana. So, nicht vergessen. Lange wir hinter Minions sind. Ah, sind wir hinter Minions? Oh, nee, jetzt nicht. Ja, werden wir jetzt gepunished. Guck mal, da hast du's. Davor konnte der Pike die ganze Zeit nichts machen gegen uns, oder? Die Lane war mega chillig. Weil wir uns an die Regeln gehalten haben. Ja, und jetzt war es einmal quasi ein Step zu viel. Ja. Genau. Jetzt hast du die Regeln missachtet und wurdest dafür direkt gepunished. Warte, Moment. Kannst du Items benutzen? Ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Nicht die Base verlassen. Bist du in der Lage, dieses Item zu benutzen? Also zum Weglaufen, nicht zum Reingehen. Dann verkauf es, hol die Kraken leer. Okay. Weil du wirst... Nein! Also zurückgeben. Der Undo-Knopf. Nochmal. Und jetzt Kraken leer. Ah, okay. Weil, wenn du es nur zum Weglaufen nutzt, nutzt du nur 50% Effizienz des Items aus. Kann ich noch irgendwas machen, außer mit meinen Teammates jetzt hier rum... Schwierig. Also du bist in so einem Moment im Spiel, wo ich dir alle 2 Sekunden was sagen müsste, weil wir uns der Map anpassen. Ich will dir aber nicht alle 2 Sekunden was sagen, weil ich... Genau. Karma ist noch bei dir. Die Karma, da ist ein Gegner. Weh sie. Ah, scheiße. Ich stehe ganz vorne. Ja, gut. Das war doof. Da haben wir die wichtigen Spells nicht respektiert. Ja. Ihr könnt enden. Was macht ihr, Pimmel? Ja, ping den, dass du vorgehst. So. Nein, on my way, ping. Oh. No way, die zieht einfach durch. Du hast Flash. Oh, er lässt mich am Leben. Wait, okay. Das ist Krakenslayer Yasuo? Alter, die Sona hat sich einfach verkauft. Wurde ich beendet? Sehr schön. Was ist dir in diesem Spiel aufgefallen? Also das gegen Pike hat auf jeden Fall schon mal
besser funktioniert. Klar, ich habe mich immer, ich glaube, also es waren trotzdem noch, also einmal auf jeden Fall oder vielleicht auch zwei, dreimal, wo ich mich habe hucken lassen, wo ich nicht hinter den Minen stand. Aber es hat auf jeden Fall schon mal besser funktioniert als in dem Game davor. War jetzt so mein Empfinden. Ja, also natürlich geht hier noch viel, viel mehr. Aber es war ja wichtig für dich, es ist normal, dass diese Schritte immer so ein bisschen länger dauern. Es ist aber wichtig, dass du Druck erzeugst. Du willst nicht höher in der Elo kommen, weil dein Gegner schlechter ist als du oder weil dein Support dich carried. Ich habe nicht von dir erwartet, dass du deinen Schwanz komplett in den Gegner reinrammst, sondern dass wir, ne, poke, poke, poke machen und dann irgendwann tut es dann richtig weh, weil du die so oft gepokt hast. Wenn der Pike, oder in diesem Beispiel, der Pike keinen Hook hat, ist du ein Cannon-Minion. Wenn du mit der Minion stehen bleibst, ist der Pike ein Cannon-Minion. Und für Teamfights gilt ja genau dasselbe. Wenn der Yasuo kein Tornado hat oder der Pike keinen Hook hat, kann er dir ja scheißegal sein, oder? Dann wäre ich jetzt erstmal weg. Ja, vielen Dank. Und dann wünsche ich dir dann noch einen guten. Ja, wünsche ich dir auch. Noch ein schönes Wochenende. Bis dann. Bye-bye.